Typumwandlungen. Es gibt einige sogenannte implizite Typumwandlungen. Das heißt, implizit bedeutet, hier werden Typumwandlungen automatisch ausgeführt, ohne dass man sich als Programmierer explizit darum kümmern muss. Und zwar gibt es die Typumwandlung von Short nach Int nach Long. Wenn ich also Operationen ausführe, in denen beteiligt sind Werte vom Typ Short und vom Typ Int, dann werden Short-Werte automatisch überführt in Int-Werte. Wenn ich Operationen ausführe vom Typ oder in dem beteiligt sind Int-Werte und Long-Werte, dann werden automatisch die Int-Werte überführt in Long-Werte. Das heißt, es ergibt sich immer eine Umwandlung von den kleineren Wertebereichen in die größeren Wertebereiche. Genau dasselbe im Bereich der Gleitkommazahlen, reellen Zahlen. Es erfolgt eine Typumwandlung automatisch von Float nach Double. Wenn ich jetzt in Ausdrücken sowohl irgendwelche ganzzahligen Werte habe, arithmetischen Werte, als auch Gleitkomma-Werte, erfolgt die Umwandlung der arithmetischen Werte in Gleitkomma-Werte, um entsprechende Operationen ausführen zu können. Und es gibt auch noch die Überführung von dem Typ Char, vom Buchstaben in die Int-Repräsentation, das gleich am Beispiel erläutert. Schauen wir uns mal die Beispiele an, die das verdeutlichen mögen. Ich habe hier eine Variable s vom Typ Short, der wird der Wert 3 zugewiesen. Und eine Variable i vom Typ Int. Wenn ich jetzt schreibe i gleich s oder initialisiere mit i mit s, ist es im Prinzip ein Problem. Denn ich befinde mich hier in unterschiedlichen Datenbereichen und in unterschiedlichen Datentypen. Aber aufgrund der Regel passiert Folgendes. Der Wert, den jetzt s, der Ausdruck s liefert, wird zunächst umgewandelt in eine Int-Repräsentation und dann erfolgt hier die Initialisierung. An dieser Stelle hier nochmal Ähnliches. Hier ist eine Long-Variable, die wird mit i initialisiert und i wird zugewiesen, der Wert von s. Dann wird zunächst aufgrund des Zuweisungsoperators, der rechtsassoziativ ist, dieser Ausdruck ausgewertet. Das ist jetzt ein Short-Ausdruck, der wird in int umgewandelt, sodass hier diese Zuweisung erfolgen kann. Und dann wird der Wert, das ist jetzt ein int-Wert, damit hier auch eine Zuweisung oder Initialisierung jetzt erfolgen kann, in einen Long-Wert umgewandelt. Dasselbe jetzt für Float und Double. Hier ist ein Float-Wert. Und hier wird jetzt f mal 2,3 berechnet. 2,3 ist aber ein Double-Literal. Das heißt, was hier passiert ist, f wird vom Typ Float zunächst in die Double-Repräsentation überführt. Das ist ja auch nicht weiter kritisch, denn Double umfasst ja einen größeren Wertebereich. Dann wird mit 2,3 multipliziert. Das ist jetzt entsprechend dann ein Double-Wert, der wiederum dieser Variablen d vom Typ Double problemlos zugewiesen werden kann. Jetzt habe ich hier sowas wie float g gleich 3 plus i. Was passiert da? 3 ist ein Literal im Datentyp, ein Literal vom Datentyp int. I ist eine Integer-Variable. Also wird hier zunächst berechnet 3 plus i und zwar im Bereich int, im Bereich des Datentyps int. Ja, und jetzt muss dieser Datentyp int gewandelt werden, arithmetisch nach Gleitkomma, in eine Gleitkommazahl. Da passiert aber eigentlich nichts weiter, als dass aus der entsprechenden ganzen Zahl die Gleitkommazahl wird mit dem entsprechenden Nachkommastelle 0. Und jetzt das letzte, die letzte Typumwandlung, Charakter nach int. Ich kann schreiben int b gleich a, und zwar als Buchstabe a. Welchen Wert speichert dann b? Muss ja ein ganzzahliger Wert sein. Ja, der speichert die Unicode-Dezimalrepräsentation. Welcher Wert das ist, ja, weiß ich jetzt auch gar nicht genau. Ich glaube 97.
die Unicode-Dezimal-Repräsentation von A ist 97, das heißt in B ist jetzt 97 gespeichert als Dezimalzahl, als Dezimalwert. Eine Bedeutung hat das beispielsweise zum Berechnen folgender Dinge. Ich möchte die Anzahl der Buchstaben des Alphabets berechnen. Dann weiß ich, Z ist der größte Buchstabe, A ist der kleinste. Also berechne ich die Differenz von Z minus A und addiere noch 1, um entsprechend die Anzahl zu erhalten. Damit ist die Anzahl der Buchstaben zwischen A und Z berechnet. Da muss ich ja noch den einen dazu addieren, um die Gesamtanzahl zu erhalten. Das kann ich machen, weil die Buchstaben in entsprechender Reihenfolge hintereinander in dem Unicode, in der Unicode-Dezimalrepräsentation stehen. Das heißt, A, der Buchstabe A ist ein kleiner als der Buchstabe B, der ist wiederum ein kleiner als C und so weiter, bis man Z erreicht. Das heißt, Z minus A liefert mir die Anzahl der Buchstaben zwischen Z und A.